Yo Leute und willkommen zu der ersten Folge Top 5 Base Locations auf The Island, die eigentlich keiner kennt und wo ich finde, dass die eigentlich mehr beachtet werden sollten. Fangen wir direkt mit der Nummer 1 an. Und wie hier zu sehen ist, kann man dort auch eine ziemlich große Base bauen. Das hier ist jetzt nur ein Beispiel, aber ihr könnt ziemlich groß werden, habt genug Platz, Rohstoffe, Materialien, ihr seid in der Nähe von Bergen, in der Nähe von Redwood und könnt euch auch dort verstecken, wenn ihr klein baut. Kommen wir direkt zu Nummer 2. Diese Base Location ist allerdings nicht so unbekannt. Man kann sie auch sehr leicht finden, wie ihr hier sehen könnt. Sie ist direkt auf dieser Klippe hier. Ich habe auch schon ein paar Leute dort bauen sehen, aber nicht so häufig. Und ich habe auch dort selbst gebaut und ich muss sagen, es ist ein sehr guter Spot, sehr, sehr nah am Redwood. Dazu habt ihr noch sehr, sehr viel Platz, eine glatte Fläche, eigentlich perfekt zum Aufbauen und groß werden. Und ihr könnt auch dort bleiben, wenn ihr wollt. Kommen wir nun zur dritten und meiner Meinung nach einer der besten Base Locations überhaupt auf dieser ganzen Karte. Ihr habt nämlich direkt neben diesem Spot einmal eine Explorer Node oder so eine sogenannte Ruine und habt dort auch noch richtig viel Platz. Könnt dort eine riesige Base aufbauen, alles relativ flach, also nicht ganz flach, aber da passt schon was hin. Und ist auch relativ unbekannt und ist nicht so einfach zu finden, wenn ihr nicht direkt da oben drauf baut an die Spitze. Nummer 4 gefällt mir persönlich auch sehr gut. Ich habe dort besonders oft schon gebaut. Ein sehr guter Spot. Ihr seid direkt an einem Berg, habt also Metall, seid direkt am Meer. Man kann also quasi direkt da in der Nähe spawnen. Ihr habt also quasi zwei Berge um euch, noch einen Fluss direkt daneben, also genug Wasser, Rohstoffe, alles mögliche halt. Und ihr könnt halt sehr versteckt bauen. Es ist flach genug. Eigentlich meiner Meinung nach die beste Base Location von allen. Meiner Meinung nach ist es eher eine Anfangsposition, wo auch sehr einfach Anfänger hingehen können und sich aufbauen können, vor allem wenn sie auch Metall direkt in der Nähe haben, aber auch für große Tribes ist das ein sehr guter Platz. Kommen wir nun zur Nummer 5 und diese Base Location liegt in der Nähe vom Vulkan. Das heißt, ihr könnt relativ einfach dort das Metall abbauen und könnt auch noch in der Nähe in den Sumpffarm gehen, also eigentlich ziemlich perfekt für Rohstoffe. Ihr habt auf eurem Berg allerdings kein Metall und ich würde es auch nicht empfehlen, um euch groß aufzubauen. Für Anfänger ist es eine perfekte Location. Ihr könnt direkt daneben spawnen quasi und einfach dahin gehen und euch verstecken, bis ihr gut genug seid,